Hätten wir mal was Vernünftiges, 150 Beats von Rob und Chris, kann ich aber direkt wahrscheinlich abschminken, weil das wird... ...ja, am 8.7. hat er sich gemeldet. Und es ist Bass Explosion, FL Studio 8. Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir hier so Feines haben. Achso, das ist hier... mal die Chance gewidmet und sich die Nachricht gekrallt und direkt umgesetzt und sich einen Soundcheck gewünscht. Hier ist das Resultat heraus. Electro for Life wollte overturn. Electro for Life 74, so hieß er. Ich konnte mich ja nicht natürlich verabschieden, ohne meinen Lied ein bisschen lauter laufen zu lassen. Ist ja wohl nicht meine Art, einfach hier so Musiker für uns im Loch und trocken leise laufen zu lassen. Das geht ja nicht. Ein Lied muss aber laut sein. Ich hoffe, dass es jetzt nicht für das GEMA oder beziehungsweise UR richtige Probleme mit sich bringt. Ich wünsche euch viel Spaß. Euer Speaker Schocker.